Das nee, ist nicht Bratwurst. Das ist doch Bratwurst. Das ist Bratwurst. Das ist einfach eine Schweinewurst, aber das ist doch nicht Bratwurst. Schweinefleisch steht da drauf, weil ja, das noch nicht mal als Wurst kategorisiert ist. Schweinefleisch gekennzeichnet werden muss für die Leute, die kein Schweinefleisch essen. Das ist doch kompletter Schwachsinn. Wer ist denn kein Schweinefleisch? Hallo erstmal, herzlich willkommen zurück zu diesem wunderbaren kleinen Kochvideo. Es fängt wie immer chaotisch an. Chris ist heute da von den Pietz und Jay, der... Ich habe Jay mitgebracht. Heute machen wir Chris' Lieblingsgericht. Es gibt ein paar Komplikationen mit meinem Einkauf, den ich gemacht habe. Zum einen, es ist sehr simpel, weil wir kochen heute, du hast gesagt, grobe Bratwurst. Nein, also ich habe mich zu Hause mal auf Mittagessen gefreut, was es zu Hause mal gab. Das war Kartoffelpüree mit Bratwurst und Möhren. Ja. Das ist halt auch so eine Nummer, die kann man am nächsten Tag auch nochmal gut warm machen, indem man, wenn man was über hat, einfach alles ins Kartoffelpüree haut, dann, Mikrowelle, pff, schmeckt noch geiler sogar. Ja. Ja, und deswegen machen wir das, ist relativ einfach. Also es gab zwei Komplikationen. Zum einen war die Komplikation Bratwurst jetzt anscheinend, die ich komplett falsch verstanden habe, weil ich anscheinend nicht keine Bratwurst kriege. Und das andere Ding ist halt, große Karotten, da stehen Karotten drauf. Und er hat explizit geschrieben Möhrchen. Und nein, ich habe Karotten geschrieben. Ja genau, aber das, nein, du hast Möhren geschrieben. Echt jetzt? Ja. Hast du nicht gesagt, die großen Dinger heißen Möhren? Ich guck das nochmal genau. Scheiße, wenn ich mich jetzt hier vertan habe, dann ist ganz unangenehm für mich. Kartoffeln, Milch, Karotten. Karotten. Aber ja. Okay, nee, weißt du, warum ich das geholt habe? Weil hier dann auf dem Schild Snack-Karotten drauf stand, obwohl hier Snack-Möhren steht, sehe ich jetzt gerade. Das ist natürlich jetzt kompletter. Ach, das ist doch alles so Schiss hier. Okay, dann nehme ich natürlich was, weil wir sind jetzt saisonal, wir sind saisonal nicht in der Bratwurst-Saison. Da habe ich halt die klassischen. Das sind Bratwürste! Das ist Grillbratwurst. Fünf Bratwürste! Das ist eine Bratwurst! Ich will dann auch nicht unbedingt sagen, dass du da komplett falsch... Grill und Pfanne! Grill und Pfanne steht da drauf. Ich muss schon einen Schluck trinken. Jetzt, zum Glück haben wir dir Wodka reingeschüttet. Ja. Jetzt kommt es mal wieder klar. So, das sind unsere Kartoffeln für heute bei Kartoffelpüree. Wir machen es natürlich selber. Oh, warte, das sind Drillinge, oder? Speisekartoffeln. Kleiner Tipp, ja, wenn ihr Kartoffeln macht, Drillinge müsst ihr nicht schälen. Aber bei den Bratwürsten meckerst du rum, ne? Aber dann nicht Kartoffeln schälen, Chris. Du, wir schälen Kartoffeln, du auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen. Ich bin auch sehr gespannt, wie das mit den Kartoffeln funktionieren wird, weil wir die in Milch kochen werden. Richtig, heute. Weil du kennst das nur aus dem Thermomix, weil du hast sehr, sehr viel Geld und benutzt nur den Thermomix. Ja, ja. So, genau so läuft das zu Hause. Nee, aber du kennst, das weiß ich kenn, Spaß, ne? Meine Güte. Ich kenne das auch normal von früher, dass du das halt machst und dann haust du irgendwann einen Schuss Milch rein und dann schnappst du das aber weg. Im Thermomix machen die das in Milch und das fand ich sehr lecker und ich wollte mal wissen, ob das so im Tochkopf geht. Ja, ja. Klar. Ja. Du gibst den Christopher erstmal. Ich finde es super. Instinktiv zum Christopher. Christopher, Das ist der, der rausgeworfen worden ist bei den Teletubbies. Das war der Christopher. Der super. Hat erst einen zu krassen Namen. Du machst Kartoffelchen, ich mach Möhrchen, oder was? Ja. Ja? Ja, ja. So kleine Würfelchen. Ja, ja. Boah, die sind aber jetzt hier schon next level kleine Möhrchen. Ja, die sind ein bisschen klein, aber dann nimm halt mehr, dann hast du das gleiche wie vorher. Ja, ich nehme einfach die 200 Gramm hier. Ne? Ja, wenn du zu wenig hast, nimmst du einfach mehr, dann hast du das gleiche. Wenn ihr zu wenig habt, dann nehmt einfach mehr. Wie es immer weiter nach vorne geht. Das ist so eine richtige CDU-Message momentan. So, komm, lass mal wählen. Lass mal wählen und Leute, wir brauchen jetzt schnell was für die Wahl. Ja, wenn ihr wenig habt, nehmt euch doch mehr. Pops. Irgendwann kommt ja mal so der Punkt, wo man zu Hause auszieht und dann stehst du irgendwann in deiner Wohnung. Da habe ich gefunden im Saturn eine Fritteuse runtergesetzt und dann war es Pommes. Okay, Wodka wird den früher mal so zum Mittagessen. Mhm. Und dann habe ich versucht, das auch so zu machen. Ich meine, das ist zwar dann immer so eine Sache, Mutti kann das natürlich alle besser. Aber sind die Würfelchen hier so okay für dich? Ja, kannst du ruhig ein Stück größer machen. Ach so, also ich muss sagen, solche Gerichte, ne, die hindern mich einfach. Immer die zu machen, wie sowas hier jetzt, weil es ist geil so, die Message von deinem Gericht ist auch eine geile, weil es ist so basic und schmeckt lecker, aber mir dauert das so, die Sachen zu schneiden, hätte ich halt privat keinen Bock drauf, ne? Gebe ich ganz ehrlich zu. Ja, wie oft machst du ich hätte jetzt gesagt, nee, das mache ich nicht so oft, ich hätte jetzt gesagt, man wird besser im Schneiden, bei mir sieht man, wird man nicht. Aktuell stehe ich relativ häufig in der Küche, weil ich eigentlich sowas nicht mehr esse, weil er zu viel Kohlenhydrate für mich hat, aber... Weil du jetzt, warum... Ja, ich muss mal ein bisschen weniger werden. Warum? Von was kommt das? Von dir oder von deiner Freundin? Nee, das kommt von mir. Und die ist gerade nicht da, Chris, die kann auch ja, nicht. Ja, aber die kannst du suchen. Scheiße, wir schneiden das raus, Chris. Ja, ja, ja. Lass mich drin, lass mich drin. Der hat immer gesagt, ey, mach mal was, du Fetti. Echt? Und die ist so sporty, oder was? Ja, genau. Oh, scheiße, das kam zu. Oh, oh.
Und wenn ihr jetzt nochmal Kontakt zu Chris abbauen wollt, der gerade Single geworden ist, der Mann hat einen Hund und arbeitet, schreibt doch einfach mal. Und wie ist das so als neuer Single, so, sich nochmal sein Essen zuzubereiten? Bisher ist schön. Wann kommt die Folge? Willst du schon mal Umzugskartons bestellen? Ich muss gucken, dass wir an dem Tag irgendwas machen. So. Wir unternehmen heute was. Ich lasse die Videos auch zum Glück immer nur 24 Stunden online. Ja, super. Hast du das schon mal gemacht? Nee, ja, was heißt das? Mich anders ernährt? Nee. Nee, einfach so probiert, so aktiv, sag ich mal, durch Ernährung abzunehmen. Weil das hört sich eher an. Ja. Okay, kennst du einmal Seed? Nee. Das ist so ein Pulver, ja? Da machst du dir so einen Drink mit und dann... Ah, Pulverernährung dann, oder was? Ja, pass auf. Ich habe das echt lange gemacht und dann ist mir irgendwann aufgefallen, auf der Packung stand drauf, du sollst so und so viel Löffel halt da reintun. Ich so, okay, hab das immer reingemacht, so schmeckt halt ein bisschen fad, aber am Anfang, das kam auch immer gut hin. Hm. Irgendwann habe ich festgestellt, ich hätte nicht Teelöffel, sondern Esslöffel nehmen sollen. Und ich meine, wenn du das einmal gemacht hast, guckst du ja auch nicht jedes Mal auf die Packung so, was soll ich denn nehmen, weißt du, so, nein, das weiß man. Vor allen Dingen, du hast halt dann irgendwann wieder Hunger, weißt du, also deswegen ist es halt wichtig, die Ernährung umzustellen und nicht zu sagen, ich faste jetzt einfach mal 3 Monate und dann danach esse ich wieder den ganzen anderen Kram. Und ich habe das jetzt letzte Woche zumindest mal ausprobiert, ist ein bisschen Arbeit, man steht viel in der Küche, weil du brauchst ja Frühstück, Mittag und Abendessen. Aber bereitest du dann immer vor, oder was? Ja, ja, genau. Also ich mache abends immer das Mittagessen für den nächsten Tag. Okay. Und nachmittags, wenn ich dann Zeit habe zwischen Aufnahme und Stream, mache ich dann das Abendessen. Alter, aber ihr habt ja auch so einen durchgetakteten Tag, ne? Ja. Ein bisschen, ihr seid ja schon Workaholics, muss man sagen. 16 Videos daily kommen das nicht von ungefähr. Nicht. Nee. Ja, ich weiß, das ist ja so 2008 reduziert. Also wir sagen, wir haben so eine Aufnahmezeit von 10 bis 18 Uhr, da sind wir dann da und wir nehmen dann auch nicht durchgehend auf, sondern du kannst halt auch ganz viele Sachen bequatschen, die auch wichtig sind. Ihr seid ja ein Business Empire. Genau. Wie vergrößern wir Peters Reich im Endeffekt? Das ist montags morgens immer, da steht das auf der Agenda. Und wie hast du jetzt frei bekommen dann in diesem strukturierten Arbeitstag, dass du jetzt hier sein kannst heute? Ich habe einen Termin eingetragen, dann bin ich weg. Boah, ist ja voll strukturiert. Bei uns ist das so, sonntags um 18 Uhr gucke ich Ilja an und dann guckt der mich immer traurig an und sagt, ich will Urlaub. Dann schlage ich den. Und, okay. dann hat sich das eigentlich für den Tag schon. Ja, mit dem Urlaub, das funktioniert ja auch so, ne? Also mit dem Urlaub, wenn da einer ankommt und sagt, ich will jetzt Urlaub, dann kann man immer sagen, nimm dir den doch in der Woche nach der Gamescom, wo wir nicht da sind. Ich meine, es ging ja auch erstmal darum, quasi die Ernährung umzustellen. Ich habe das, wie gesagt, jetzt probiert. Das funktioniert. Ja. Es ist ein bisschen teurer, muss ich ganz ehrlich sagen. Echt? Hätte ich jetzt nicht gedacht, tatsächlich. Weil du brauchst am Anfang super viele Produkte, wo du am Anfang... noch rumprobierst, so. Ja, also, weiß nicht, so wie hieß denn das jetzt noch? Leinsamen oder so ein Kram, weißt du? Das holst du dann halt irgendwie so... Ja. Einmal, da hast du dann relativ viel, aber ich habe zum Beispiel auch früher, weißt du, du benutzt zum Kochen, benutzt dann Sojadrink. Wie man so dachte, ja, ich schlafe tatsächlich mehr, das ist auch ganz gut. Ernsthaft? Aber ja, der Nachteil ist, ich spiele nichts mehr. Also ich spiele, spielen eine Aufnahme, aber privat habe ich jetzt, glaube ich, letzte Woche nichts gespielt. Schlafen ist wirklich wichtig. Aber ich mache das auch ganz lange. Ich mache ja momentan gar kein Gaming und ich komme auch privat nicht zum Zocken. Das kotzt mich so krass an. Aber ich habe das schon ganz lange, dass ich schon im Prinzip seit 2-3 Jahren gehabt, dass ich privat einfach nie gespielt habe, weil so viel drumherum noch war. Aber du gehst ja auch nicht dran unter, oder? Also überhaupt nicht, nee. Aber es war schon eigentlich immer so mein Hobby, muss ich sagen. Und jetzt, ich vermisse Gaming schon echt heftig. Ich hatte gestern und vorgestern, habe ich mir zumindest mal freigenommen, Ilja nicht, weil der ist ein Sklave hier in diesen Häuslichkeiten. Ich habe dann gemerkt, ich kann nichts mehr machen, ne? Ich kann auch nicht mehr zocken. Ich werde richtig unruhig dann. Also ich bin einfach menschlich weg. Von zocken, das kotzt mich richtig an. Wenn du sagst, fütteln, das ist super. Danach machen wir Stampf draus. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Möhren und Karotten? Und ja, wir haben es schon gesehen, 100 mal in den Kommentaren, reicht jetzt. Alles gut, wir können auch googeln. Ich weiß es tatsächlich nicht. Weil du hast es so selbstverständlich geschrieben, ja, Möhre. Nee, ich habe Karotten geschrieben, ja, aber meine ich doch. Normalerweise sage ich auch Möhre. Ja, weißt genau. Du, warum ich Karotten geschrieben habe? Weil ich dachte, du bist so, weißt du, du wirkst halt in deiner Bratwursttheorie so gefestigt, dass... Ey, komm, also... Also du kannst jetzt viel sagen gegen die kleinen Bratmaxe, aber dann fängt die Stimmung an. Frisch gekillt, knusprig gut, da will jeder gleich ran. So. Da steht dann immer bei, weißt du, wenn du so Zwiebeln machst, bis die glasig werden, ne? Ja, wann sind die denn jetzt glasig? Ja, doch, guck, das so ein paar werden so durchsichtig. So. Okay. Und dann geht's. Mach aber einfach rein, ja. So, dann 300 sagst du. Ich habe das noch nie in Milch gekocht. Ich auch nicht, ich habe mega Angst. Ja, mach mal. Aber ich weiß nicht mal, ob wir die komplett abdecken können damit, ne?
Ist das ein Induktionsherd? Ja, klar. Das heißt, rein theoretisch könnte man jetzt seine Hand da drauflegen, ohne ihn zu verbrennen, aber es ist natürlich heiß wie in dem heißen Topf. Ja, genau. Ja, den Fehler habe ich zu Hause schon gemacht, als ich klammer. Ja, wir haben jetzt den Induktionsherd, da wird der Herd nicht mehr heiß. Au! Oh. Ich weiß nicht, ob wir die damit komplett bedecken können, ne? Ich will es nur mal kurz sagen. Achso, weil der Topf so groß ist. Oh, wir sind clever. Okay, dann will ich mal so 5 vorschlagen. Soll ich noch aufschütten? Ja, ein bisschen, oder? Ich meine, die müssen ja nur garen. Ja, reicht. Stell einen Timer auf 25 Minuten. Also, okay, 25. Weil dann können wir ab jetzt... Geile Nummer. Jetzt müssen wir nur noch die Kartoffeln gar werden lassen in dem Wasser dann. Die Bratwurst anbraten. Ja, die Bratwurst anbraten geht ja fix. Oh, das würde ich ja machen, wenn das hier durch ist. Genau. Also das heißt, Leute, wir werden jetzt wir warten jetzt auf die Kartoffeln. Wir werden jetzt mal 25 Minuten umrühren und dann wieder mit dem magisch geklatscher des Glücks sehen wir uns jetzt sofort wieder. Ich glaube, wir brauchen aber noch einen Deckel. So, das waren 25 Minuten Kochspaß. Ey, ich habe auf deinem, spielst du es gerne? Ja, was voll auch immer, nice. Was auch immer da drauf Werbung steht, spiel ich voll machst. Gerne. Apex. Ah, wow, hä? Okay. Die Kartoffeln sind fertig, das hat sogar funktioniert. Also jetzt einfach nur, oh Gott, die sind ja, schon... Stampfen, würzen, gut ist, oder? Stampfen, würzen, gut ist, das hat meine Mutter auch immer gesagt. Alter, das ist das erste Mal, dass ich selber Kartoffelpüree mache, ne? Sehr helles Kartoffelpüree, aber leider. Was ist denn? Ich kann ja nichts dafür, dass du ein existierendes, gutes Leben hast, Chris. Das tut mir sehr leid. Okay. Das sieht doch mega aus, Alter. Soll das wirklich noch warm sein? Nee, ne? Nur runtergestellt, weil das war ja. Ja. Also nochmal Salz und Pfeffer. Auf die Petersche Art. Peter hat mir gesagt, man probiert mit 2 Löffeln. Logischerweise. Ja klar, wenn man zu zweit ist schon. Nee, du nimmst beide Löffel. Nein. Pass auf, Peter hat mir gesagt, du gehst ja natürlich als Koch immer hin, weißt du, und nimmst halt von dem Löffel, machst da irgendwie ein bisschen drauf, ohne dann abzuspielen normalerweise. Und kannst du probieren und den wieder reinkommen, ohne dass du da reingelegt hast. Aber ich habe doch schon andere Hilfsmittel, mit denen ich den Topf verarbeite. Das verstehe ich nicht. Also ich muss ja nicht mit dem Löffel dann immer da reingehen, wozu brauche ich denn Unheimlich? Ich will nur einmal probieren. Ja, das ist richtig. Ja, dann brauche ich nur einen Löffel. Ja, okay. Wenn du nur einmal probierst, selbstverständlich. Ja, so, hier, ja, den habe ich nicht abgeleckt. Mehr Salz, mehr Pfeffer. Aber die Cremigkeit finde ich geil von der Milch. Leute, gutes Kartoffelpüree hat immer Muskat. Essen Sie Muskat? Ja, da muss mehr Muskat rein. Ja, aber natürlich nicht. Oh. Bratwurst. Lecker Bratwurst. Und dann müssen wir gleich noch ein paar... Ach, scheiße, haben wir noch Zwiebeln? Ja, klar. Also Zwiebeln haben wir, aber nur nicht geschnitten. Ich kann leider nicht hacken, so, das ist das Problem. Ey, weißt du, wie man Würfel schneidet, ne? Bisschen, ja. Zeig mal. Oder ich meine, wir können jetzt auch so Streifchen machen, aber... Ja, ist doch auch okay. Ja, die werden gleich mitgebraten. Ich bin hier der Gabelgrillmeister, Leute. Wie sieht das aus? Geil. Geil. Wird gebrutzelt. Aber warum tust du die Zwiebel damit rein? Also rein damit die Wurst ein bisschen was von den Zwiebeln annimmt und die Zwiebeln halt richtig geil kross gebraten werden. Ah, kross. Also sowas wie... Oh, jetzt geht's ab, Alter. Schön nochmal über die ganzen Hände verteilt, das schöne Schalottenaroma. Mördergeil. Magst du Karotten mitmisch? Du, ich mag eigentlich gar keine Karotten, von daher ist... Ja, aber nein, aber wir kriegen das hin, Chris. Ich glaub an uns, dass wir das hinkriegen. Du bist der erste Mensch, den ich treffe, der sagt, er macht keine Mörder. Ich habe eine ganze Kartei voller Leute, du, sag ich dir. Ja, ich kenne die dann halt nur nicht. Ja, klar. Deswegen, das war das letzte Mal, dass Chris und ich gesprochen haben. Merkt euch dieses Datum. Wurst ist nicht wendbar. Das habe ich auch... Hör auf! Warte mal. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir gleichzeitig alles warm kriegen. Da kommt die Kraft jetzt. Da kommt die Kraft von der guten Ernährung. Ich höre es schön, ja. Kennst du diese Platten, die manche Leute sich so auf den Herd tun, wenn der nicht benutzt wird? Hm. Die gibt's aus Glas, die hatten wir mal. Hm. Und meine Freundin hat den Ofen angemacht und hat sich mit mir ins Wohnzimmer gesetzt. Und dann hat es in der Küche also richtig geknallt. Okay. Und das ist Glas aus, weißt du, so wirklich wie in so einem Film kam Glas aus der Tür geschossen. Und die hat leider nicht den Ofen angemacht, sondern so die Herdplatte so auf volle Möhre gestellt. Ui. Mit dem Glas da drauf. Ist alles explodiert. Scheiße. Aber hier ist nichts passiert. Nee, dem Hund zum Glück auch nicht. Also ist niemandem was passiert. Hier ist nichts passiert. Dem Hund zum Glück nicht. Nee. Ja, also die erste Reaktion kennst du vom Hund ist normalerweise, boah, der hat Peng gemacht. Hm. Also entweder weg oder, oh oder geil. Gucken, ja. Ja, Glas, nice, das kommt uns also ich glaube, die Würstchen, die tun es ganz gut. Ja, nice, dann sind wir fertig. Ja, okay, das ist ein bisschen wenig, ich werde mehr Zwiebel nehmen sollen, scheiße. Die sind sehr schwarz, ne? Ja, die sind sehr schwarz. Die sind schon Next Level. Ja, die sind schon Next Level kaputt. Die Schalotten waren da ein bisschen. Die haben. Mördergeil! So, und jetzt noch das hier, ne? Take you, ja genau. Sehr geil.
So, brauchst du noch Soßen dazu? Wir haben einiges. Nee. Ketchup, irgendwas Scharfes. Ketchup? Oder... Ey, Ketchup geht überall zu, aber ich wollte gerade sagen, Ketchup geht überall zu. So, okay, Chris, ich bin gespannt. Ich auch. Wenn das jetzt nichts ist. Komm, probiert. Jetzt, wenn das nichts ist. Bist du ein Zwischenprobierer okay, normalerweise? Ich mach erstmal so eine. Ich mach erstmal Wurst. Stimmt. Voll vergessen. Absolut okay. Absolut okay. Da ist Kümmel drin. Aber ist cool. Mag kein Kümmel. Ja, ja, ne, also ist cool, nee. Aber ich hab's versaut heute, glaube ich, für dich, Chris. Ich hab's versaut. Aber es kommt schon nah ran. Genau. Ein bisschen weniger Kümmel. So, ich probiere jetzt mal die Karotten. Immer noch Karotten, ne? Ja, und immer, normalerweise bist du dann hin, machst du so was, weißt du? Einmal alles. Mhm. Sehr lecker. Alle fühlen sich, glaube ich, durchweg zufrieden, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Däumchen nach oben da. Ansonsten... Den habe ich schon seit 15 Jahren. Ja, Mazel Tov. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr auch neu dabei wart. Und schaut auf jeden Fall bei den Pizza vorbei natürlich. Da habe ich auch die Tage mit dem Sepp zusammen gekocht. Ja. Wunderbar, wunderschön. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Bis dann und rein. Ciao. Das Video ist vorbei, ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.